Die Goldene Unke wurde aufgrund der Verbesserung der ökologischen Situation im Granitztal an das Projekt Natur am Zug der ÖBB verliehen. Die Auszeichnung der Goldenen Unke steht im Zusammenhang mit dem Zertifikatslehrgang der Naturschutzfachkraft der Fachhochschule Kärnten. Die Naturschutzfachkraft ist überall dort gefragt, wo Technik und Natur einander berühren. Zudem eröffnet die Ausbildung ein interessantes Berufsfeld. Die Lehrinhalte reichen von Amphibien-Leitanlagen und Vogelschlagsicherung über naturschutzfachliche Optimierung von Betriebsgeländen bis hin zur Anlage und Gestaltung von Revieren, Habitaten und Nistgelegenheiten, wie auch hier im Granitztal. Ganz allgemein waren Maßnahmen in Umsetzung, zu denen die ÖBB Infra verpflichtet war. Es gab aber auch Maßnahmen, die umgesetzt wurden, die freiwillig basiert sind. Konkret ist der Granitzbach aufgeweitet worden im Bereich der Baustelle, sodass Auwälder entstanden sind und Lebensraum für seltene Tierarten geschaffen wurden. Natur am Zug steht für das beispielhafte Bemühen der ÖBB, Naturschutzaspekte in verschiedenen Bauabschnitten der Choralmbahn Beachtung zu schenken. Durch die baulichen Maßnahmen konnte die ökologische Situation verbessert, der Eingriff in die Natur ausgeglichen und eine positive Ökobilanz erstellt werden. Wie Sie sich vorstellen können, ist natürlich bei so einem Großprojekt von der ÖBB es sehr wichtig, die gesamten Auflagen, was vorhin erarbeitet worden sind, in Ausführungspläne einzuarbeiten. Und wir als örtliche Bauaufsicht haben natürlich die Aufgabe, diese Auflagen vor Ort zu kontrollieren. Wir haben dazu auch Helferlein, das ist die wasserrechtliche und ökologische Bauaufsicht, die uns dabei steht. Die sind ja von der Behörde bestellt und kommen laufend zu Begehungen. Die Goldene Unke prämiert zudem Bauprojekte, die im Hinblick auf die Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen und Naturschutzauflagen besonders gelungen und innovativ sind. Ermöglicht ein Projekt eine Verbesserung für die Natur, hat es Chancen, ausgezeichnet zu werden. Es können alle Projekte eingereicht werden, die innerhalb der letzten 5 Jahre erfolgreich umgesetzt wurden. Solch ein Wettbewerb bietet der ÖBB natürlich die große Chance, neben der eigentlichen Kernkompetenz errichten und betreiben von Infrastruktur auch einen Fokus auf den Umweltschutz und die Ökologie zu legen. Der Preis wird auf der Grundlage von Naturschutzfachkräften durchgeführten Expertenbereisung vor Ort und einer darauffolgenden Juryentscheidung vergeben. Beim Projekt Natur am Zug wurden unter anderem 3 Gewässer für Gelbbauchunken erstellt. Zudem konnte der geschützte Eisvogel im Granitztal einen neuen Lebensraum finden. Hervorragend umgesetzte Bauvorhaben vor den Vorhang zu holen, das ist das große Ziel der Auszeichnung der Goldenen Unke.